Warum findet sich der Rentenabschlag aus der Altersrente des Verstorbenen in der Witwenrente wieder? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Wir haben eine Anfrage bekommen auf rentenbescheid24.de und zwar hat uns dort eine Mandantin geschrieben. Sie ist jetzt Witwe geworden, ihr Mann ist verstorben und ihr Mann hat bis zu seinem Tode eine Altersrente bezogen. Er ist mit dem 65. Lebensjahr verstorben und unsere Mandantin wundert sich nun, dass in ihrem Witwenrentenbescheid der Rentenabschlag aus der Altersrente und die Entgeltpunkte daraus quasi mit übernommen worden sind und mitberechnet worden sind. Sie ist der Auffassung, dass sie eigentlich eine abschlagsfreie Witwenrente bekommen müsste. Die Rechtslage ist dort relativ eindeutig. Die persönlichen Entgeltpunkte aus der Altersrente werden grundsätzlich in die Folgerente mit aufgenommen. Das heißt also, wenn wir die Entgeltpunkte berechnen und wir haben in der Altersrente des Verstorbenen einen Abschlag drin, dann werden diese verkürzten Entgeltpunkte, die nennt man auch persönliche Entgeltpunkte, in die Berechnung der Witwenrente mit aufgenommen. Unabhängig davon, ob man an sich aufgrund des Lebensalters des Verstorbenen hier eine abschlagsfreie Witwenrente hätte bekommen dürfen, können oder müssen. Das wäre nämlich nur dann der Fall gewesen, wenn der Verstorbene zum Zeitpunkt seines Todes noch keine eigene Altersrente bekommen hätte. Also merken Sie sich bitte, wenn Sie eine Altersrente haben und Sie bekommen daraus als Folgerente eine Witwenrente oder Witwerrente, dann werden alle persönlichen Entgeltpunkte, die in der Altersrente festgestellt worden sind, mit in die Witwenrente aufgenommen und werden dort mitberechnet. Das gilt erstmal für diesen Teil. Sollte sich aber herausstellen, dass noch weitere Entgeltpunkte, zum Beispiel in der Berechnung der Witwenrente, mit aufgenommen werden müssen, dann bekommen diese zusätzlichen Entgeltpunkte natürlich dann einen anderen Abschlag oder gar keinen Abschlag, je nach Fallkonstellation. Näheres zum Thema Witwenrente, Witwenrente berechnen, Zugangsfaktor, Abschlag zur Altersrente finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.